Tür auf zu unserer Produktserie Geos Schaltschränke. Willkommen zurück bei Spelsberg. Ich bin's wieder Chris und das ist wieder Steffen. Hallo auch von meiner Seite. Wir zeigen euch heute unsere Geos Schaltschränke. Die bauen auf den bekannten Geos Gehäusen auf. Die Vorteile von Geos Gehäusen sind, sie sind extrem robust, sie sind absolut widerstandsfähig. Wir haben eine Schlagfestigkeit von IK09, eine Schutzart von IP66, 67. Wir haben die Gehäuse getestet gemäß UL50 mit einem eigenen Rain-Test. Das können wir durch unser Drain-Protect-System, was einmal rundherum führt. Hier können wir gewährleisten, dass Regenwasser nicht in der Dichtung hängen bleibt, sondern außen abfließt. Wenn man schon weiß, dass man vielleicht mit Kondenswasserbildung zu rechnen hat, haben wir natürlich auch unsere optionalen Belüftungssysteme, unsere Bell Air M40. Außerdem haben wir auch unterschiedlichste Möglichkeiten zur Befestigung. Wir haben einmal die Befestigungsmöglichkeiten außerhalb des abgedichteten Bereichs, dann haben wir im Innerbereich das Dreipunktsystem oder gegebenenfalls das Vierpunktsystem. Des Weiteren haben wir einmal aus Kunststoff und aus Edelstahl die Außenbefestigungslaschen. Diese gibt es in unterschiedlichen Höhen, einmal in 10, einmal in 40 mm, um gegebenenfalls Leitungen auch von hinten einführen zu können oder dahinter herführen zu können. Des Weiteren gibt es noch eine Mastbefestigung. Zum Außenbefestigungssystem haben wir aber auch noch ein gesondertes Video. Unser bewährtes Geos-Einbausystem ist wie immer sehr flexibel. Durch unsere Montagehalter ist ein werkzeugloser Einbau garantiert. Unter anderem von Trennwänden oder auch Montageplatten aus Isolierstoff oder Stahl. Die Montagehalter sind natürlich auch passend für Normschienen 35 mm in der Höhe 15 oder 7,5 mm. Des Weiteren haben wir auch in unserem Zubehör ein Traggestellsystem. Das ermöglicht, dass man im Vorfeld schon vorkonfektionieren kann und dann über die flexiblen Montagehalter das Komplettkonstrukt wieder einbauen kann. Unser Montagehaltersystem haben wir auch erweitert um die universellen Montagehalter. Die ermöglichen seitlich einen Einbau über verschiedene Dome, dass man flexibel sich die Höhen und Positionen wählen kann, um seine Einbauten seitlich befestigen zu können. Mit unseren Geos-Schaltschränken erweitern wir das Geos-System auf eine Vielfalt von sage und schreibe 32 Varianten, die sich unterscheiden in drei Basisgrößen, zwei Kastenhöhen, in Hochmontage, Quermontage. Die Türvarianten sind abschließbar mit Schwenkhebeln oder auch Drehriegeln. Wir haben die Türen in Grau transparent. Jetzt wollen wir euch einmal die Montage vom Drehriegel zeigen. Übrigens, der Schwenkhebel ist schon vorinstalliert. Als erstes haben wir natürlich den Kasten. Dann haben wir den Rahmen, die Tür, diesmal in Transparent und die zwei Zubehörbeutel. Des Weiteren auch noch die Montageanleitung. Gut, ich würde sagen, wir schaffen uns ein wenig Platz und sortieren uns unsere Komponenten. Nachdem wir jetzt alles geordnet haben, führen wir euch die Montage vor. Als erstes müsst ihr euch darüber bewusst sein, ob ihr einen Rechts- oder einen Linksanschlag haben möchtet. In unserem Beispiel wählen wir einen Linksanschlag aus. Hierfür nehmt ihr die Drehriegel und dreht sie komplett auf Anschlag. Dann führt ihr sie mit der Zunge zuerst hinein. Nun könnt ihr die Tür umdrehen und mit der Gegenmutter den Drehriegel befestigen. Kleiner Tipp dabei, legt euch am besten die Tür so hin, wie ihr sie auch hinterher wirklich installieren möchtet, dann vertut ihr euch auch nicht. Die Drehriegel gibt es in 6 verschiedenen Varianten. Standardmäßig in einem 3 mm Doppelbart, aber auch im Vierkant, Dreikant, 5 mm Doppelbart und so weiter. Übrigens, wir haben gerade den Linksanschlag gesehen der Tür. Wenn wir jetzt einen Rechtsanschlag möchten, könnte man natürlich einfach die Tür drehen. Die Flexibilität ist da. Aber in der Regel ist man es doch gewohnt, die Tür nach innen zu öffnen und nach außen zu schließen. Um das gewährleisten zu können, sind unsere Drehriegel
flexibel. Wenn man jetzt nicht genau weiß, welche Richtung muss ich denn eigentlich einschlagen, dann probiert es aus. Es ist wirklich kinderleicht. Ihr seht, die Funktion wäre so wie die. Um nun die Tür mit dem Kasten verbinden zu können, setzen wir die Tür auf den Rahmen. Kleiner Tipp, tut vorher die Schnellverschlüsse rein. Hinterher geht's auch, aber wenn ihr es vorher tut, ist es einfacher. Die vier Schnellverschlüsse sind drin. Nun montieren wir die Tür. In der Zeit, wo Steffen die Tür montiert, werde ich schon mal den Kasten mit den Einschubecken vorbereiten, damit die Schnellverschlüsse auch einen Gegenpart haben. Das zweite Scharnier noch. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt noch zwei Öffnungen. Das ist einfach nur zur optionalen Flexibilität, ob man einen Quereinbau der Tür hat oder einen Horizontaleinbau. Um die jetzt nun zu abzudecken, habe ich sogenannte Einführungshilfen. Die kann ich schnell einrasten. Rahmen aufsetzen, den richtigen Schraubendreher nehmen. Danke, Chris. Mit einer Viertelumdrehung verschließen. Und fertig ist unser Geos-Schrank. Für den komfortablen Einbau oder einen nachträglichen Anschlagwechsel kann man natürlich den Rahmen nachträglich wieder abnehmen und anderweitig befestigen. Des Weiteren haben wir durch den transparenten Deckel einen super Einblick in den Innenraum für gewisse Einbauten. Wir können natürlich den Deckel auch noch bedrucken oder gegebenenfalls fräsen für individuelle Kundenanbauten. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass man Drucktaster anbringt, Beschriftung anbringt, aber selbstverständlich können wir das auch individuell Ihren Wünschen gerecht vormontieren. Die Tür lässt sich 180 Grad öffnen, um wirklich 1A montieren zu können. Hier sieht man nun die Befestigungsdome, um weitere Einbauten in der Tür installieren zu können. Unsere Geos-Schaltschränke sind absolute Alleskönner. Noch mehr Features und weiteres Zubehör findet ihr im nächsten Clip. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ach Mist, ich habe nichts mehr zu trinken. Ich hab was. Ja. Tata! Super, danke. Ach, kühl tut der auch? Ja, sicher. Und weißt du was? Ich könnte mich aufregen. Ich hätte so viel noch zeigen können, aber wir haben irgendwie keine Zeit mehr gehabt. Ja. Reicht auch für heute. Egal. Genau. Das können wir durch unser Drain System. Ja, ich darf nicht mehr so viel reden. Ja. Adrian! Ich komme. Psst. Warum? Wegen den Spiegelungen. Die Spiegelungen.